schaut mal, ich hole euch mal zum Vergleich. Das zeigen, wie ich das gemacht habe. Halt. Nehmen wir einfach mal eine normale Sehne, dann gehe ich da so drüber, über den Tipp und über die Sehnenkerbe und halte jetzt da hinten so weit zusammen, dass ich denke, so könnte es passen. Na, seht ihr das? Das war jetzt so noch Bewegung. Wenn ich den Bogen ausziehe, muss der so Bewegung noch haben. Und es muss trotzdem noch so ein bisschen Bewegung haben, aber nicht so viel, dass gleich über die Kante drüber rutscht. Seht ihr, was ich meine? Das sind Mohawk-Wurfarme Hybrid, die haben schon richtig gute Sehnenkerben. Da passiert aber sowieso weniger wie bei vielen anderen Bögen. So, jetzt habe ich das so zugehalten. Jetzt nehme ich das ab, lege das beiseite, nehme meinen Zollstock und misse jetzt langgestreckt da innen das Öhrchen. Ihr seht, das ist innen 17, 18 mm. Ne, wenn ich das jetzt auf 20 erweitere, dann ist das immer noch klein genug, dass das sauber in der Führung läuft. Ne? Das Kleinste, was ich auf den Hybridwurf einmal machen könnte, wäre jetzt irgendwie 15 oder was, aber das ist dann schon so schwer, so klein, dass man es ganz schlecht drunter kriegt. Ne? Und zu klein muss es gar nicht sein, ein bisschen Spiel soll es ja trotzdem haben. Ne? Langgestreckt, innen gemessen, seht ihr das, 15. Also bei normalen Hybridwurfarme wie die Mohawk-Generation, die haben schon schöne, schlanke Sehnenkerben. Da langt also auf 15 bis 18er locker, 20 mm. 22 ist auch noch okay. 25 ist dann schon grobe Grenze, da kann ich dann so groß machen, dass es oben abspannen kann. Seht ihr das? Dann kann ich es oben drüber rutschen lassen. 25 wäre jetzt auch noch gut. Wenn ich es abnehme und miss, ja, nicht einmal so 3, 4, 20 oder so jetzt. Ne? 25 ist zum Abnehmen schon die Grenze. Eigentlich langer dann bei Hybridwurfarme so maximal 25er Öhrchen. Okay, wollte ich euch bloß einmal zeigen jetzt, wie man das misst. Ne? Alles klar?